Anumuk Avolje Tel Babshan. Auch diesmal habt ihr unseren Dank, Edward. Nun seid ihr willkommen. Hab Dank, Sir. Ich ruhe mich etwas aus vor der Weiterreise, wenn ich darf. Wie geht's Ihrem Kind? Sie ist sehr stark, aber nicht unbesiegbar. Edward. Es tut mir schrecklich leid. Wäre ich noch im Kerker, hätten sie ihn mir abgenommen. Aber er würde noch leben. Vielleicht will Gott mir damit sagen, ich sei nicht bereit, eine Mutter zu sein, so wie ich mich aufführe. Fluchen und trinken und kämpfen. Du hast ein Kämpferherz, Ei. Im Kerker hörte ich Geschichten von der großen Anne Bonny und Mary Read, die es mit der ganzen Royal Navy aufnahmen. Nur ihr beide. Das ist wahr. Und wir hätten gewonnen, wenn Jack und die Jungs nicht betrunken unter Deck gelegen hätten. Alle sind fort, nicht wahr? Mary, Rackham, Thatch und der Rest. Ich vermisse sie sehr. So rau es auch war. Spürst du das auch? Diese Leere im Innern? Tu ich. Teufel auch, das tue ich. Ich weiß sehr wohl, wie meine Ziele aussehen. Doch wie finde ich sie? Wir haben Spionen und Helfer in jeder Stadt. Besucht unsere Büros, dort bekommt ihr Hilfe. Das gilt für Torres und Rogers. Doch Bartholomew Roberts ist nicht in einer Stadt. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Doch ihr seid talentiert und habt Qualität, Captain Kenway. Ich glaube, ihr findet ihn. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich jederzeit auf deinen Quartiermeister verlassen. Quartiermeister! Wie lautet unser Kurs? Nach Westen, Captain! Sofern Kingston noch unser Ziel ist. Das ist es, Miss Bonny. Den Befehl! Anker lichten und Segel setzen, Männer! Wir segeln nach Jamaika! Ich halte euch den Rücken frei. Has he gone mad? Captain Kenway. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templers Woods Rogers. Der ist auf einer kleinen politischen Feier. Also seid leise.
Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Ei, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor, Ruggiero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Ei, morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Willst du gleich mal... Auf deine verfluchten Befehle! Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. Seid ihr meine Eskorte oder meine Wächter? Mehr Geld für Rum. Ich bin bereit. Gehen wir. My dear fellow, can I help you? I am having greetings for the delight you, my friends. Hello, good people. I bless you all this day. Settle down. There's no need for me to order. What's your game? Ah, diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleierhaft. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum? Salve. Bitte verzeiht mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Hi. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge beliebt seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Bravo! Gott segne, Fatzke. Darum hurra! Hurra auf die ehrlosen und ignoranten Schnösel, die mit einem Stock im Arsch die Welt regieren! Hurra! Wie geht es Mrs. Rogers heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet. Feeling all right?
Ich sage, das sind stilvolle Gewänder, doch bei dieser Hitze hier sicher nicht bequem. Eure Entlassung ist eine Affenschande, Rogers. Ihr habt mein Vertrauen. Auch jetzt. Nun, es steht noch nicht fest, gewiss nicht. Wenn der König mich anhört, kommt er sicher zu einer vernünftigen Lösung. Zwang die Barbaren von Nassau in die Knie, bei Gott. Und so will man es mir danken. Ich glaube es nicht. Verdammt richtig, so war es, Rogers. Und falls ihr zu Hause einen Leumundszeugen braucht, gebe ich euch gern einen Empfehlungsschreiben. Danke für die Ausrichtung meiner Abschiedsfeier, Simpkins. Ich war noch nicht zu ungestüm. Eure Rede war sehr offenherzig, doch nicht, wofür man euch hängen wird. Rogers. Rogers, lasst ihr Unerledigtes zurück? Ja, dass ich die Instandsetzung von Nassau aus eigener Tasche zahlte. Mehr als 3/4 der Arbeiten auf dieser vermaledeiten Insel bezahlte ich von meinem eigenen Geld. Du warst selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Am Ende der Klinge finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe, verrückter Hund. Unsere Quellen sagen, Principe. Was ist geschehen? Ist Captain dieser Mann da, der Italiener, der war's! Oh, I've got a lot of clear shot.
nothing to see here. Piss off. Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika.